Zu unserer Radtour starteten wir im Soester Süden. Ein schöner Rastplatz oberhalb von Ruplow. Von den Ausläufern des Haarstrangs blicken wir hinab in Richtung Soest. Wir befinden uns bereits im Naturschutzgebiet Kleiberg. Wir durchradeln das Naturschutzgebiet Kleiberg. Ein kurzer Blick auf die Wegmarke Bodenfaltung. Kaum zu sehen, im Naturschutzgebiet Kleiberg weidet am Waldrand eine Schafherde. Das Naturschutzgebiet Kleiberg liegt hinter uns, weiter geht es am Haarstrang aufwärts in Richtung Körbecke. Ein Blick aufwärts in Richtung Haarstrangkuppe. Wir erreichen Körbecke und rollen abwärts zum Möhnesee. Wir befinden uns hier auf der Fußgängerbrücke vor Körbecke und blicken in Richtung Delecker Brücke. Ein schöner Ausblick auf den Möhnesee in Richtung Stockumer Damm. Von der Südseite des Möhnesees blicken wir hinüber zur Nordseite. An der Südseite des Möhnesees entlang radeln wir in Richtung Stockumer Damm. Seitlich am Warmler Becken entlang radeln wir nun zur Kanzelbrücke. Thank you.
Becken, Südseite, mit Blick in Richtung Kanzelgruppe. Kanzelbrücke und der Ort Warme liegen hinter uns. Auf dem Kiekerweg fahren wir weiter in Richtung Echtrop. Die Haarstrandgruppe und der Ort Echtrop liegen hinter uns. Wir rollen nun abwärts in Richtung Elfsen. Ein schöner Ausblick hinab in die Soester Börde. Wir befinden uns hier bereits vor der kleinen Ortschaft Lendringsen. Lendringsen liegt hinter uns, wir rollen auf die Wegmarke Kontur zu. Wir durchradeln nun das Naturschutzgebiet Gleiberg. Halbwilde Konikpferde sowie Heckrinder, die hier angesiedelt wurden, zeigen sich heute leider nicht. Blick ins Naturschutzgebiet Gleiberg.
Im Naturschutzgebiet Kleiberg stehen wir hier auf einem Aussichtshügel und blicken in Richtung Soest.